Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute würde ich gerne die deutsche Nordseeinsel Helgoland präsentieren. Die einzige Hochseeinsel Deutschlands und gehört trotzdem zu Schleswig-Holstein. Bevor wir nun reinstellen, würde ich noch bitten, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Des Weiteren freue ich mich über einen Daumen nach oben unter diesem Video. Gerne auch einen Kommentar mit Kritik ebenfalls unter diesem Video. Wir starten nun rein und wünsche euch viel Spaß. Helgoland. Helgoländer Friesisch für das Land. Englisch Helgoland ist eine Insel im Bereich der deutschen Bucht der Nordsee. Die ursprünglich größere Insel zerbrach in der Neujahrsflut 1721. Seitdem existiert die als Düne bezeichnete Nebeninsel. Die Gemeinde Helgoland zählt 1284 Einwohner. Stand 31. Dezember 2021. Wer hoch ins grüne Oberland will, nutzt am besten den Fahrstuhlaufzug. Gemessen vom östlichen Ufer der Hauptinsel bis zur Westküste des schleswig-holsteinischen Festlandes bei St. Peer-Ording ist Helgoland 48,5 Kilometer vom Festland entfernt. Die Inselgruppe Helgoland und Düne gehört seit 1890 zum deutschen Staatsgebiet und ist als amtsfreie Gemeinde Helgoland in den Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein integriert. Die Haluderchat ist ein Katamaran der Förderreederei Seetouristik FAS, der im Fährdienst zwischen Hamburg und der Nordseeinsel Helgoland über die Unterelbe mit Halt in Cuxhaven und teilweise in Wedel eingesetzt wird. Des Weiteren bringt die Reederei Eils sie ab Bremerhaven mit MS Fair Lady, ab Büsum mit MS Funny Girl sowie mit MS Helgoland von Cuxhaven Fährhafen nach Helgoland. Vom Flugplatz Helgoland werden Flüge nach Nordholz-Bieker, vorher Cuxhaven Nordholz, Heide-Büsum und Uetersen durchgeführt, sowie hin und wieder zu anderen deutschen Inseln wie Wangerooge angeboten, meist mit Fracht oder Post. Nur das Unternehmen OFD, Ostfriesischer Flugdienst, fliegt Helgoland im Linienverkehr an, von Nordholz-Bieker, Heide-Büsum und Uetersen. Die Hauptinsel gliedert sich in fünf Gebiete, Oberland, Mittelland und Unterland sowie im 20. Jahrhundert durch Aufschüttung entstanden Nordostland und Südhafen. Das Unterland mit dem Hafen befindet sich im Osten und Süden der Insel, das Oberland im Norden und Westen, das kleinere Mittelland im Südwesten. Die Siedlung liegt etwa je zur Hälfte im Unter- und Oberland. Viele öffentliche Einrichtungen finden sich im Nordostland. Die Lange Anna, Helgoländer Friesisch Naturensdag, ist ein 47 Meter hoher Brandungspfeiler im äußersten Nordwesten der deutschen Nordseeinsel Helgoland. Er ist etwa 25.000 Tonnen schwer aus rotem Buntsandstein und hat eine Grundfläche von 180 Quadratmetern. Weniger prominent ist die mit dem Oberland von Helgoland verbundene Kleine Anna, auch Kurze Anna, rund 50 Meter weiter östlich, die sich erst am 31. Januar 1976 durch den Abbruch eines großen Felsstückes bildete. Die Lange Anna ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen und ein Wahrzeichen für Helgoland. Der Felsen ist zwar nicht frei zugänglich, kann aber gut von oben vom benachbarten Klippenende des Oberlandes aus betrachtet werden. Am Felsen brüten mehrere Seevogelarten, vor allem Drossellumme, Dreizehnmöwe und Bassstöppel. Der Leuchtturm Helgoland befindet sich auf dem Oberland der Insel Helgoland. In unmittelbarer Nähe steht ein Richtfunkturm. Der Leuchtturm wurde im Zweiten Weltkrieg als Flakturm bzw. Flakleitstand gebaut und 1952 als Ersatz für die im Krieg zerstörten alten als neuer Leuchtturm in Betrieb genommen. Der Turm besitzt das auf deutschen Leuchttürmen
stärkste Leuchtfeuer, das in klaren Nächten bis aus einer Entfernung von 28 Seemeilen bzw. auf den ostfriesischen Inseln im Süden und in Eiderstedt im Osten zu erkennen ist. Wir sind nun am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben in diesem Video. Gerne auch einen Kommentar, keine Kritik und weitere Anregungen unter diesem Video. Des Weiteren freue ich mich über euren Support mittels Abonnement. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Damit bin ich raus. Tschüss und ciao.